So, hä? Nehmen wir auf. Ich sehe gerade, weil die Task. Hallo? Die Taskleiste. Ah, jetzt. Ja, okay, wir nehmen auf. Die Taskleiste wollte nicht weggehen und da genau da ist das OBS-Symbol. Quatsch, das OBS-Symbol, aber die untere Leiste von OBS. So, wie auch immer. Wir sind wieder bei Fortnite, wie ihr nicht schlecht erkennen, unschwer erkennen könnt. Ich kann nicht reden, ich sollte es lassen. Heute zu tun, Kugler fahren, 0 von 1000, Krähen jagen, zwei Krähen finden, okay. Ja, und Patronen einsammeln. Let's go. Ich pausiere und wir sehen uns, wenn es losgeht. Und ansonsten versuchen wir das ein bisschen in Acht zu, na, zu, ihr wisst, was ich meine. Also reden lasse ich einfach. So, da geht's auch schon los. Wie fahren wir denn? Wir kommen von da oben, okay. Kugler, ja, Kugler, Wave Cave, passt. Wir steigen bei der Wave Cave aus. Läuft. Machen wir so. Schon mal bedanken. Oh, da habe ich gerade die Phase 2 von 20 eröffnet. Ja, fantastisch. Wo wollen die denn alle hin? Hat eigentlich, das wäre auch eine interessante Frage, hat eigentlich jeder die gleichen täglichen Aufträge erstmal? Also ist das, oder ist das komplett random? Weiß das jemand zufällig? Wahrscheinlich nicht. Oh, war das zu bald? Ich weiß es nicht. Ach so, ich kann sie ja nochmal schließen. Ah, jetzt kann ich nicht mehr schließen, okay. Ist mit mir jemand hier? Nicht, dass mir wieder hier die Kugler geklaut werden. Das hatten wir schon mal. Das war nicht so geil. Da war jetzt vielleicht nicht die beste Reihenfolge zugegeben, aber egal. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Wenn hier gerade keiner ist. Bin ich mal so frei und lade mich hier noch. Oh, den habe ich gar nicht ge. Vogel! Wo Vogel? Ich habe Vogel. Vogel auf dem Radar. Wo ist Vogel? Oh mein Gott, bin ich blind? Scheiße. Wo ist Vogel hin? Ist er noch da? Vogel? Ich glaube, Vogel ist weg und ich hab ordentlich Munition verballert. Ja, egal. Okay. Wisst ihr, was wir noch nie gemacht haben? Wir sind noch nie diese Achterbahn gefahren. Die könnten wir jetzt eigentlich einfach mal fahren. Ne? Die könnten wir einfach mal fahren. Das ist auf jeden Fall, kriegen wir da die 1000 voll. Wir sind auch dingstechnisch sehr gut. Alles läuft hier ab. Ich habe mich auch noch nie so richtig hier drin umgeschaut. Das ist schon irgendwie cool. Das ist schon irgendwie echt cool. Ich fahre ja unheimlich gerne Achterbahn. Aber das habe ich in Kirby schon gesagt. Ne? In Kirby Let's Play habe ich das schon gesagt, was gerade auch läuft. Was heißt, was gerade auch läuft? Eigentlich ist das gerade das Hauptprojekt, aber ist egal. Unten gewesen. Weil die ist voll schön gebaut. Die würde ich so gerne einfach in echt auch fahren. Also ich, vielleicht ohne diese Sprünge. Vielleicht ohne diese Sprünge. Oh, jetzt landen wir hier drin. Okay. Oh mein Gott, das ist verknüpft mit dem da oben. Okay, sorry, ich will jetzt zu Ende fahren. Wir fahren jetzt einmal die komplette Bahn. Ich meine, die geht so lang. Das ist ja voll cool. Oh, vor allem geht's dann jetzt gleich darunter wieder?
Hier? Oh mein Gott, ja. Da oben wäre übrigens auch ein Kugler interessant. Also hier oben könnte man auch einsteigen in den Kugler. Wir haben gerade einen Levelaufstieg bekommen. Ich weiß nicht für was, aber ich nehme ihn gerne mit. Lol, hier ist eine Maske. Oh mein Gott, voll gut. Da oben ist einfach eine Maske, aber es gibt doch irgendwo Sinn, dass da oben eine Maske ist. Da ist noch eine! Da ist noch eine, die sind einfach hier auf der Strecke, oder was? Hui! Mein Gott, das ist so gut. Noch eine! Willst du mich veralbern? Wir haben die Masken hier voll. Wir haben die Masken hier einfach voll. Lol, hier waren einfach drei Masken auf der Strecke. Okay. Ja, habe ich nichts dagegen. Haben wir mal eine komplette Runde mit dem Kugler zurückgelegt. Sind zwar wahrscheinlich gleich tot, weil ich überhaupt keine Zeit zum Ausrüsten hatte. Aber juckt. Vogel! Ätze. Krähe 1 erwischt. Da ist noch eine. Wo? Ich habe noch eine gehört. Wo? Lese nicht. Ey, aber ich habe keine Munition. Das ist richtig kacke. Übelst viele Waffen, aber null Munition. Okay, jetzt hat sich das mit der Munition schon ein bisschen verbessert. Wo ist der andere Vogel? Weiß es nicht, aber dingstechnisch, ja, passt noch. Alles gut. Alles gut. Ah, sehr gut. Munition wichtig. Mehr Munition wichtig. Kiste. Oh, jetzt haben wir schon zwei solche. Ja gut, dann komm, dann machen wir es jetzt einmal einfach. So, zack. Ah, siehst du, hätte ich den nehmen können. Naja, wurscht. Ist egal. So. Ja gut, wir sind voll. Ich kann gehen. Dann kann ich ja nicht wieder einsammeln, ne? Kann ich wieder abbauen oder so? Oh. Nein. Der ist dann einfach kaputt. Okay. Okay, da fahren... Ich meine, die fahren einfach genauso wie ich. Die kann man jetzt auch nicht gerade abschießen, während die da gerade fahren. Also ignorieren wir es hier einfach mal gekonnt. Oh, das ist das die gleiche Waffe eigentlich, die ich da vorne habe. Stachler. Stachler, ja. Dann ersetzen wir die mal. Okay, porten wir uns mal auf die andere Seite. Das haben wir ja gelernt, dass hier ein Teleport ist. Ist nur blöd, wenn da gerade einer steht jetzt. Okay, das ist zum Glück nicht passiert. Oh, das ersetzen wir. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schwere Munition, sehr gut. Oben ist auch eine Kiste irgendwann mal gewesen, ne? Aber da ist zumindest noch schwere Munition. Noch mehr schwere Munition, sehr schön. So, Arena ist angekommen. Arena sag ich schon. Nicht Arena, aber... Vogel, wo? Ich höre den. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist der Vogel? Ich kann nicht laufen. Ich häng fest. Hallo? Ich hänge auf dem Dach fest. Yeah! Okay. Das war weird. Ich bin komplett festgehangen. Ich weiß nicht, was das war. Hä? Ich kann... Hä? Das war gerade irgendein Bug. Keine Ahnung, was für ein Bug, aber es war irgendein Bug. Wo ist der Vogel, den ich die ganze Zeit höre?
Where are you? Na, egal. Wir müssen gucken, wohin sich die Zone entwickelt. Ah, weg von der Wave Cave. Schade. Na gut. Dann müssen wir uns leider auch verabschieden. Mit dir habe ich schon mal gequatscht. Naja, ich glaube, das ist eine der ersten, mit denen ich gequatscht habe. Oh, da ist so ein Arm. Okay, perfekt. Wenn da so ein Arm ist, ist das richtig gut. Weil... dann können wir die eine Mission mit dem Arm auch weitermachen. Ich muss nur jetzt überlegen, was gebe ich dafür her. Machen wir es so. Okay, dann schwingen wir uns eine Runde, würde ich sagen. Aber in die richtige Richtung. In die Richtung müssen wir. Okay. Dann gehe ich da hoch und dann schwinge ich mich runter. Irgendwie so. Weil jetzt geht die Zone eh weiter. Wow, Bruder. Hui. Hui. Oh, oh. Ich muss halt böse aufpassen. Ich habe keine Unverwundbarkeit, wenn ich da... Boah, das war knapp. Okay. Aber wir haben schon 8 von 10, ne? Ich denke, das kriegen wir gerade voll. Das kriegen wir gerade voll. Wir schwingen uns mal hier rüber. Gleich, wenn es aufgeladen ist, wieder. Und ich nicht abgeschossen werde bis dahin. Jawohl. Und nochmal schwingen. Ach, scheiße. Oh, wir könnten auch mal angeln, wenn wir eine Angel finden würden. Kopfgeld, ja. Ich werde gejagt. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das mit der Angel hat sich gerade erledigt. Wir haben Besseres zu tun. Aber zumindest den Schwung nehmen wir noch mit. Hallo, wo ist mein Dings von C... Hä? Wo ist mein 10 von 10? Und wer jagt mich? Ist das der Typ, der mich jagt? Ist der hinter mir oder was? Weiß der, wo ich bin? Eigentlich ja nicht. Ah, da haben wir's. Okay, pass jetzt mal ein bisschen besser auf hier. Oh. Ich meine, da oben ist... ist das das Symbol, dass der in meiner Nähe ist, da oben? Ups. Ist das das Symbol, dass der in meiner Nähe ist? Der Dude? Da läuft einer. Es hat doch gerade einer gezielt auf mich geschossen, hatte ich zumindest den Eindruck. Aber scheinbar hat er jetzt kein Interesse mehr, weiter auf mich zu schießen. Ach da, Bedrohung ist gerade 1 von 3. Also, der scheint nicht nahe zu sein. Okay. Nicht mehr. Dann hat er vielleicht nicht gecheckt, dass ich das bin. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß, man kriegt ja immer so eine Umgebung angezeigt, wo der... wo die Person, die man jagt, sich aufhält. Was war das jetzt? Hä, ich habe nichts markiert. Was hat sich jetzt... Hä, hat sich jetzt automatisch... Was hat sich jetzt markiert? Mein Bäumchen? Ja, da komme ich doch gar nicht hin. Nee, das sind Tiere. Die interessieren mich nicht. Hier auf der Ding stehen, ist auch nicht so die geilste Idee. Wir könnten hier mal ein bisschen farmen. Hier ist cool. Muss ich nicht auch irgendwas mit Realitätssaatkörnern machen? Da habe ich doch irgendwas gelesen, oder? Da habe ich doch irgendwas gelesen mit Realitätssaatkörnern. Ich weiß nicht mehr, was es war. Müsste ich die pflanzen oder so?
Jetzt haben wir mal unser Bäumchen ein bisschen anders versetzt. Aber war das was, was ich machen musste? Oh, ist das der coole Bus, der schießen kann? Oh, damn. Wo muss ich eigentlich hin? Nee, so kann ich nicht schießen. Muss ich Sitzplatz wechseln wahrscheinlich. Ne? Ah. Krass. Oh. Okay, der ist da hinten dran. Okay, das ist auch interessant. Ja, ich kannte mich mit dem Bus noch nicht so gut aus. Es tut mir leid, ich kannte mich mit dem Bus noch nicht so gut aus. Okay, der hat mehrere Positionen. Ich war hier vorne und einer ist hinten drauf und dann hat er mich einfach abgeknallt. Okay. Ja, okay, das ist dann halt passiert. Ja, wir können jetzt so aussehen, hurra. So, aber lasst mich mal kurz gucken. Also, muss ich da jetzt noch was klicken oder das geht auch? Okay, das geht alles automatisch. Das löst man einfach automatisch aus. Okay, sehr schön. Kann man hier dann auch eigentlich sagen Zufall oder muss man da... Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Okay. Aber schön, wenn es automatisch geht. Dann... Krähen müssen wir noch eine jagen. Pflücke Früchte von Realitäts... Ach, Früchte pflücken. Ja, okay, das, ja. Hätte ich tun... Achso, nee, es ist jetzt ja neu dazu gekommen. Und das läuft noch automatisch. Okay. Jäte Unkraut. Ach, das hätte ich machen müssen. War da Unkraut? Weiß ich gar nicht mehr. Aber Unkraut müssen wir jäten. Okay. Gut. Dann weiß ich wieder, was ich zu tun habe. Wir gehen wieder rein. Bis gleich. So, da geht's auch schon gleich wieder los. Okay. Gleich beim Busfahrer bedanken, bevor ich es vergesse. So. Wo steigen wir denn mal aus? Ah, wir gehen zu unserem neuen Bäumchen. Optimal, wir gehen zu unserem neuen Bäumchen. So machen wir es. Ich glaube auch fast, der hat da eine etwas bessere Position, wobei der da auch eine Position hat, wo er wahrscheinlich relativ schnell kaputt geht. Da unten bei der Tankstelle, wo er davor war, war er vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir gehen zu unserem neuen Bäumchen, nehmen gleich ein Saatkorn mit und pflanzen ein neues Bäumchen. Irgendwo, wo es safe ist, das Bäumchen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Irgendwo, wo das Bäumchen safe ist, würde ich gerne pflanzen. Ah, das ist gar nicht mein Bäumchen. Das da ist mein Bäumchen. Oh, nee! Das ist mein Bäumchen. Ich glaube, dir geht's zu gut. Du willst mich an meinem eigenen Bäumchen töten. Hier ist es. Oh, allerdings hat er mir ordentlich gegeben. Oh, das geht nur mit Kondition, okay. Scheiße. Will der zu mir? Nee, ne? Sehr gut. Zwei tägliche Aufträge haben wir damit schon.
mir leid. Okay, dann kann ich aber eigentlich auch gehen, ne? Das war knapp. Drei Herz. Junge, was ist mit mir los? Eieiei. So. Brauche ich aber ganz schnell auch noch eine vernünftige Heilung hier. Da sind schwere Munitionsdinger. Sehr gut. 54. Okay, hier ist eine Kiste. Ah, perfekt. Machen wir erstmal die. Heilen uns erstmal so viel wie geht hier mit. So. Junge. Mehr schwere Munition. So, und dann ist das hier aber alles. Ja. Kann ich jetzt mal kurz auf meine Aufträge gucken, ohne dass mir gleich jemand ins Gesicht schießt? Also. Jette Unkraut geht nicht mehr. Dieses Zwei-Schuss-Ding aber geht nicht. Okay. Krähen oder Schrotpatronen sammeln. Okay, gut. Also hier taucht gerade kein Unkraut mehr auf. Insofern kann ich hier auch nicht mehr machen. Da ist auch kein Unkraut. Und damit kann ich mich auch nicht... Ach doch, damit kann ich mich gleichzeitig auch noch heilen. Sehr gut. Dann nehme ich mir die doch mal. So. Sehr schön. Dann sind wir hier soweit voll. Haben uns auch ordentlich ausgerüstet an unserem Bäumchen. Okay, und da findet dann alles statt. Gut. Kann ich darüber noch gucken, ob da noch irgendeine Waffe dabei wäre? Das machen wir mal statt dem. So. Ich würde jetzt aber lediglich wechseln, wenn da die Doppelschrotflinte gewesen wäre, weil die ich halt für die, weil ich die halt für die Mission brauche. Für alles andere ist die. Okay, wir können uns mal ganz kurz den Kollegen hier anschauen, dass ich das lerne. Also, das erste Steuerung ist hier drauf landen. Und das zweite Steuerung ist dann hier hinten drauf. Ah, okay. Und das hat sich einfach da hinten drauf gesetzt. Okay. Das heißt aber auch, wenn eine. Oh, Unkraut jäten! Das heißt aber auch, wenn einer mit dem Bus auf mich zukommt, ist es gar nicht so crazy, weil ich kann den Bus genauso kapern noch, wenn der alleine unterwegs ist. Also das ist eine wichtige Erkenntnis, finde ich. So. Okay, ja, hier sind übrigens ganz viele Bäumchen, was ich irgendwie ganz cool finde. Aber was natürlich auch bedeutet, wenn man hier landet, ne, dass man relativ ziemlich schnell hinüber ist. Okay, ja, wir müssen jetzt eigentlich auch nicht fahren ins nächste Gebiet, so. Aber gut, ich kann den Bus ja mal entnehmen. So, wir sind nämlich schon im Gebiet drin. Ich stell den mal hier ab. Voila. Der ist ziemlich groß, den kann man aber auch ganz gut als Deckung nutzen. Ich werde gejagt. So, so. Wir könnten auch mal wieder jagen, muss ich gestehen. Haben wir in Tilted Towers schon mit ganz vielen Leuten gesprochen? Ich glaube nicht. Wir könnten mal gucken, wen wir in Tilted Towers alles sprechen können. Ob es da Sprechblasen gibt für uns. Sieht man die vom Fahrzeug aus, die Sprechblasen, theoretisch? Hoppala. Ich glaube nicht.
Also hier gibt es doch safe irgendwo Sprechblasentypen. Erzählt mir doch keiner, dass es hier keine Gespräche gibt, die ich führen könnte, müsste. Hoppala! Oh, der ist auch so krass drauf, der Kollege. Okay. Oh, und guck mal, die Zone geht noch weiter zusammen. Okay. Wir müssen über den See dann kommen. Ist hier echt nichts für mich zum Sprechen? Das ganze Tilted Towers. Kein Gesprächsbedarf vorhanden. Scheint fast so. War schon witzig, wie man hier alles niedermähen kann. Gut, so ganz so richtig niedermähen tut man es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, okay. Oh, wo? Are you sure you want that? Jetzt hat er keinen Bock mehr, ne? Oh. Ach, jetzt. Das geht auch noch, dass man auf so einer Position landet. Ah, okay. Oh mein Gott, da drückt man ja 3000 Mal in Escape, bis man wieder sitzt. Huch. So, aber ich steig jetzt mal aus, weil. Ja. Ist da oben jetzt noch einer? Nee, ne? Also das war eine denkbar ungünstige Entscheidung von dir. Erst auf mich schießen und dann abhauen. Aber ich treffe solche Entscheidungen ja auch ständig selber, deswegen verstehe ich das sehr gut. Kasse! Nehmen wir noch die Kasse hier mit. Sehr schön. So. Warum die Musik? Man weiß es nicht. Oh, weil die Zone kommt vielleicht. Okay. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, damn. Immer noch. Also Wölfe in dem Fall. Oh, sind wir da schon mal drüber gesprungen? Ich will da mal drüber springen. Das hat super funktioniert. Ist einer ins Wasser gerade gesprungen? Ja, ne? Oha. Wir fallen mit dem Fallschirm runter. Naja. Okay, das war weniger. Interessanter Sprung. Aua. Oh, das hat leider mir auch böse gezwirbelt. Scheiße. Schade. Da habe ich zu viel gewollt, aber schöne EP-Runde. Schöne EP-Runde auf jeden Fall. Haben wir jetzt noch einen täglichen Auftrag? Nee, ich glaube, wir haben alles gemacht. Oder habe ich nur zwei jetzt? Ich glaube, ich habe ich jetzt zwei oder drei gemacht?
Okay, einen könnten wir sogar noch. Okay, wir machen noch eine kurze Runde. Entweder Krähen jagen oder tanken und Geländereifen oder die Schrotflinten weiter einsammeln. Wobei, das scheint mir doch zu dauern. 150 ist schon, dauert eine Weile, bis man die zusammen hat. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da geht's auch schon wieder los. So. Ja, wo gehen wir denn hin am besten? Ich weiß, ob wir bei unserem Bäumchen anfangen sollen. Das wäre direkt hier unten, aber da steigen jetzt halt... Nee, das ist... Nee. Das ist immer so blöd, wenn da überall alle aussteigen. Ich würde aber auch, wie gesagt, gerne zu Leuten, mit denen ich noch quatschen muss. Mit wem haben wir denn vielleicht noch nicht so viel gequatscht? Oder wo haben wir noch nicht so viel gequatscht? Das wäre so die Frage. Wo können es Leute geben, mit denen man noch quatschen muss? Wir steigen jetzt auch alle aus. Ja, komm. Gehen wir hier mal auf zu den Inseln. Oder zu diesem... Zu dem Haus da. Ach, das ist das Haus, wo wir den mit dem Hai hatten, ne? Ah, ne, man muss ich nicht nochmal haben. Wir gehen mal hier zu den Ruinen. Da könnte es auch was zum Quatschen geben. Ist mir jemand mit mir hier? Oder habe ich meine Ruhe erstmal? Weil hier kann man sich, glaube ich, eine Weile... Oh ja, da geht's schon gut los. Und hier sind Vögel. Das sind sogar richtig viele Vögel. Dann haben wir gleich unsere Krähenmission nämlich. Wo sind die Vögel? Oh, lol! Und hier ist... Okay, wir suchen die Marken in der Ruine. Die sind safe hier einfach versteckt in der kompletten Ruine. Jetzt will ich alles gleichzeitig. Oh, ich habe die Zweischuss-Schrotflinte auch. Das ist auch schön, aber es ist nur eine schwache. Aber besser wie nix natürlich. So, aber dingstechnisch müssen wir uns noch ein bisschen bewegen. Aber erstmal können wir uns hier umschauen. Die DMR habe ich schon. Wir bleiben in den Ruinen für die Marken. Ich will mal hier ein bisschen gucken. Was wir so finden. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier mehr Marken gibt. Gucke mal. Zack. Easy. Und jetzt ist wieder die Frage, gibt es genau drei? Sodass man wirklich alle finden muss? Oder gibt es mehrere? Und ja, lol. Okay, das war einfach. Und... Oh. Komm her. Ah, ich habe nur einen Schuss dafür. Jetzt habe ich 7. Ja, aber können wir schon so machen. Ist schon okay erstmal. Automatische Schrotflinte ist auch nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht so das Nonplusultra. Aber dann brauche ich die Vögel jetzt auch gar nicht mehr ab. Also, ich würde die Vögel natürlich trotzdem abschießen, weil sie gute Waffen geben können. Aber ich brauche es jetzt theoretisch nicht mehr munitionsbedingt. Wo ist die? Ist da drin was? Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, da ist noch eine. Jawohl. Braucht nur die automatische Schrotflinte. Leider nicht, was ich gesucht habe. Zumindest nicht ganz. Okay, aber ich denke, jetzt haben wir hier so ziemlich alles gesehen. Oh, Munitionskiste. Okay, ja, jetzt müssen wir eh weg.
Da drüben ist ein Boot. Haben wir wieder nicht geangelt in der Folge, aber es macht nichts. Wie gesagt, mein Ziel für jede Aufnahme ist... Also die Füße sind für die Fische. Mein Ziel für jede Aufnahme ist eigentlich hauptsächlich, dass wir mindestens die täglichen Aufträge hinkriegen. Und alles andere ist dann, ja, ist okay, ne? So. So vom Konzept her. Alles andere kann, aber muss nicht. Ja, ich glaube, angeln kann man nur mit... Also ich kann so keine Fische nehmen, ne? Nee, schade. Oh! Oh! Ja, let's go! LOL! Was? Verrückt, man kann auch Waffen angeln. What the hell? Okay. Was habe ich denn jetzt geangelt? Ja, ich sehe es nicht. Es ist irgendwo da unten gelandet. Was habe ich denn da erwischt? Hoppala. Halt mal kurz weg. Ah, eine DMR. Okay, die blaue DMR. Ah, jetzt sind die Fische weg. Wahrscheinlich, weil die Dings kommt. Ja, okay. Interesting. Das heißt, es ist gar nicht gesagt, dass man ständig einen Fisch angelt oder was? Das ist ja auch interessant. Okay. Hoppala. So, wir sind erstmal wieder im Gebiet. Alles cool. Weiß nicht, was ich jetzt wieder gedrückt habe, aber es hat kurz gepiept. Mag nur die offene Fläche hier nicht, deswegen sollte ich mich mal ganz schnell aus der offenen Fläche verziehen, würde ich sagen. Oh, guck mal. Wir müssen uns sowieso bewegen. Okay. Finden wir hier jemanden zum Quatschen? Wäre doch direkt wieder die nächste Frage. Finden wir hier jemanden zum Quatschen? Und bisher sehe ich keine Sprechblase. Eine Kiste. Da drüben sieht es wie ein großes Gebäude aus. Das sind alles etwas größere Gebäude hier, ne? Ja. Ich gehe mal kurz zu dem großen Gebäude da drüben. Vielleicht ist da noch jemand zum Quatschen. Taucht da eine Sprechblase irgendwo auf? Nicht wirklich.
Schade, aber großes Gebäude tatsächlich, ja. Oh, sehr gut. Darauf habe ich gewartet, dass ich die austauschen kann. Die Frage ist ja auch immer, will man ab irgendeinem gewissen Punkt jetzt noch Mission verfolgen? Oh, das wäre aber auch wichtig. Machen wir es mal so. Will man ab irgendeinem gewissen Punkt noch Missionen verfolgen? Oder will man lieber vernünftig spielen? Also in dem Sinne von, will ich jetzt versuchen, mit den Gegnern mit der Zweischuss-Schrotflinte zu erledigen, weil ich dafür Kopfschüsse, weil ich da Kopfschüsse machen muss? Oder will ich lieber vernünftig spielen und das halt nicht machen? Was leuchtet da? Ach so, das war bloß das. Okay. Dachte vielleicht irgend so eine Maske oder sowas, aber... Leider nicht. Aber das Gebiet hier müsste doch auch irgendwelche Sammelobjekte noch haben. Da habe ich doch bisher noch kaum was gesammelt. Habe ich dann aber halt noch nicht gefunden. Okay. Ja, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Ich sehe das schon. Ich will nur vorsichtig sein. Weil... Hier könnten jetzt langsam auch Spieler auftauchen. Aber bisher sehe ich keine Spieler. Oh, ich höre Schüsse. Kommen wir da hoch? Nein. Dann gehen wir außen rum. So, schön vorsichtig. Bin hier viel zu offen. Da drüben ist jemand gestorben. Scheiße. Da kommt ein Auto. Bin gar nicht hier. Da werden Bären zum Pflücken. Scheiße. Ah, ich habe Kopfschüsse noch gemacht. Ich habe mir schon gedacht, das wird jetzt nichts mehr. Oh, Mist. Viel zu schnell Energie verloren. Ah, ärgerlich. Aber ich habe nochmal Kopfschüsse gemacht. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut. Aber ich glaube, wir haben... Oh nein, wir haben, glaube ich, die tägliche Mission immer noch nicht gemacht. Ne? Ich hab die wieder aus den Augen verloren. Ich glaube, ich habe die tägliche Mission wieder aus den Augen verloren. Was hätte ich machen müssen? Ich glaube, ich habe die wieder aus den Augen verloren. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wir haben jetzt diesen Bürstenkopf. Hurra. Ja, scheiße. Krähenjagen oder... Okay, aber die Schrotpatronen haben wir weiter gesammelt. Stimmt. Und ich brauche jetzt noch 2 Kopfschüsse. Okay. Ja, komm, eine Runde machen wir noch. So, ich habe da kurz ein bisschen geschlafen. Wo gehen wir hin? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir darüber. Gehen wir darüber. Ich habe jetzt überhaupt nicht... Ich war kurz abgelenkt und plötzlich fährt der Bus schon los. Das kann auch mal passieren. So. Oh, da ist lange einer vor mir gelandet. Oh, das ist nicht gut. Ich bin weg. Dann gehe ich zu diesem Bäumchen da. Vielleicht habe ich ja Glück und der Besitzer lässt mich in Ruhe. Aber erstmal landen wir in der Brücke. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir nämlich auch gleich die Zweischuss-Schrotflinte wieder. Das ist natürlich Optimum. Scheiße! Ich habe nicht auf das Feuer geachtet. Das war nicht der Plan. Oh Gott, ich habe die gar nicht gesehen, die Dinger. Oh mein Gott, die sind hier überall. Huch.
Ja, das war halt wirklich überhaupt nicht der Plan. Logischerweise, wer hätte es gedacht, dass das der Plan nicht der Plan... Also, ne? Oh, Junge. Ich glaube, das war mit Abstand eine der dümmsten Sachen, die ich jetzt jemals gemacht habe. Aber ist okay. Es ist passiert. So, lasst uns mal schnell hier runtergehen und ein bisschen Energie... Oh. Bisschen Energie holen, wollte ich sagen. Hab dabei ziemlich viel Mist gemacht, aber hey. Ich bin hier zum Glück noch recht alleine und kann mir das leisten. Gott. Okay, jetzt kann ich schon nichts mehr trinken mit dem Ding. So, die nehmen wir mit. Machen wir mal so. Noch einer zum Pflücken? Nein. Okay, mehr kann ich nicht tun. Ein bisschen könnte ich mich noch heilen, aber auch nicht viel. Oh, ich hab eine komplette Box zum Heilen. Okay, let's go. Ist zwar echt dumm, bei 69 hoch zu heilen, aber was soll's. Alter, das war ja eine der echt dümmsten Aktionen, die ich je gebracht habe. Meine Nerven. So, wo müssen wir denn hin? Oh, wir sind richtig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann könnten wir uns jetzt allerdings dann auch mal zu Schiff die Chefs begeben. Weil... Selbst wenn da einer... Okay. Machen wir es endlich so. Mein Gott. Da ist mein Auftrag fertig. Dann waren es doch die Krähen. Von Anfang an waren es die Krähen, die wir machen wollten. Ist in Ordnung. So. Das hätte ich auch eher haben können. Das hätte ich auch viel eher haben können. Aber hey. Jo, aber das war ja hier. Das war ja hier eine Aktion. Uff. So was mache ich nicht mehr. Oh nee, ich werde gejagt. Oh, da unten ist einer. Hat er mich gesehen? Wo ist er hin? Das ist wohl ein Ja. Weil weg ist er. Oh! Okay, nee, der hangelt sich da ein bisschen rum. Soll er machen. Soll er machen. Wir begeben uns zu Shifty Shafts. Ich will mal gucken, ob da noch jemand zum Quatschen ist für mich. Sehe ich das von hier, ob es da eine Sprechblase gibt? Weiß es nicht. Ab wann sieht man Sprechblasen? Wie nah muss man da ran? Muss ich mal rausfinden, wenn ich bei einer Sprechblase bin, die ich auch kenne. Also wo ich weiß, dass da was ist. So, komm, wir machen jetzt auch einen Auftrag. So. Streetlife sollen wir eliminieren. Ich glaube, hier ist niemand zum Sprechen für mich. Oh, doch, da! Jetzt ist eins aufgetaucht. Oh, Bedrohung steigt gerade. Das heißt, der Typ nähert sich mir, der mich verfolgt. So, wo ist die Person zum Sprechen? Hä, hallo? Hallo, wo ist meine Sprechblase hin? Ach, da. Ach, ist das nicht die ich schon kenne? Ist das nicht die Dings? Ja, die kennen wir schon, ne? Genau, die Viehdiebin. Die kennen wir leider schon. Okay, Bedrohung ist wieder zurückgegangen. Ich
schön. Wieso lassen Leute sowas liegen? Ich verstehe das nicht. Wollen die kein Geld? Oder was ist... Was ist denen ihre Mission? Wieso lässt man sowas liegen? Ich meine, es gibt ja Sachen, die... Die kann man halt nicht mehr mitnehmen, so, weil man halt einfach voll ist. Aber Geld zum Beispiel, die Barren, die ist halt noch nie voll. Oder gibt es da auch eine Obergrenze? Wüsste nicht. Oh, sehr gut, sehr wichtig. Sehr wichtig. Oh, jetzt hätten wir in der Mission beides. Wir hätten jetzt die Krähen und die Dings voll gehabt, aber die anderen braucht man nicht mehr. Nice. Wir sind fast Level 32. Fehlt nur noch ganz wenig. Oh, wo muss ich hin? Ach nee, wir sind richtig. Alles gut. War kurz besorgt. 39 Spieler noch, also ja. Oh, aber mein Target ist ganz woanders unterwegs. Will ich mein Target verfolgen? Weiß es nicht. Ich hab's ja nur mal geöffnet, so es muss ja nicht sein. Oh, Bedrohung steigt wieder. Laufe ich hier meinem Target in die Arme, nicht meinem Target, sondern meinem Verfolger in die Arme? Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, nicht wahr? Okay, jetzt ist die Bedrohung richtig hoch. Scheiße. Da unten. Das ist er. Oder was? Das ist mein Verfolger? Also wenn ja, bin ich jetzt besser... Habe ich eher den Heimvorteil, weil ich ihn gesehen habe. Ne, das war er nicht mal. Dann hat jetzt irgendjemand ihm die Dings geklaut. Aber egal. Ich bin zufrieden. Wir haben was wir wollten. Wir haben, was wir wollten. Puh. Interessiert mich nur, ob mein Verfolger noch hinterherkommt, weil der ja auch in der Nähe war. Ich da gerade jemanden gesehen habe. Nicht schlecht geschossen. Aber damit macht man sich halt auch bemerkbar, ne? Wenn man so einen Vogel abschießt. Aber scheint jetzt hier keiner in der Nähe zu sein. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Entweder die Person... Jo, jetzt leckt hier alles. Okay, wir gehen raus. Wir gehen besser raus. So. Ja, schön. Ich glaube, wir haben bei Level 29 gestartet, sind jetzt Level 32. Ist doch ganz nett. Wir kommen Stück für Stück voran. Wir haben fast ein Drittel. Wir haben fast ein Drittel und ich bin halt wirklich gespannt, ob das hier eigentlich immer nur 5k bleibt, so mit jedem Aufstieg, oder ob das auch mal mehr wird. So, keine Ahnung, ab Level 10 oder so. Ich meine, das sind ja hier Phasen, ne? Das ist ja... Immer mit jedem, mit, also hier halt, keine Ahnung, 200 Mal dem Busfahrer danken wir dann Phase 20 von 20. Und auch hier sieht man ja, wenn die steigen, im Moment haben wir die Bronzestempelkarte, dann kriegt man hier ja auch nochmal was dazu. Ich denke, dass das auch mit der Zeit steigt. Also bisher fühlt es sich tatsächlich nicht so an, als würde es schwerer werden, mit jedem Level weiter zu leveln. Na, das läuft einfach Stück für Stück durch. Bisher fühlt sich das sehr gut an. Und es ist einfach mal so für mich interessant zu sehen, wie lange braucht man, bis man bei 100 ist. Wie viel muss man da spielen? Schafft man das, wenn man immer mal nur ein bisschen spielt und nicht jetzt reinzuchtet? Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.